Hallo und herzlich willkommen aus dem Race Fitness Club. Ich habe heute Besuch von meinen Peak-Kollegen und Freunden Thomas Scheu und Kevin Gebhardt. Wir wollen zusammen ein Rückentraining für euch abfilmen. Und ja, jetzt vorm Training, ganz typisch, gibt es für mich meine Epic Pump. Und dabei ist ganz, ganz wichtig, das wollte ich einfach nur mal kommunizieren. Das Epic Pump, das, man kann es entweder dosieren in Löffeln, aber das ist manchmal schlecht möglich. Deswegen muss man es einfach in Klumpen dosieren. Einfach einen Klumpen rein. Der löst sich wirklich perfekt auf. So, jetzt kommt der Knur an der Sache. Also der Grund des Verklumpens ist einfach, das ist zurzeit wirklich das höchst dosierteste Arginin-Citrullin-Produkt, also ein Pump-Booster, der es auf dem Markt gibt. Und diese Inhaltsstoffe, die sind halt eben hygroskopisch, das heißt, sie binden Wasser, mit anderen Worten, oder Wasser von der Luft, von der Umgebung, Luftfeuchtigkeit, und dadurch kann das Produkt eben verklumpen. Wir sind mit Hochdruck dran, oder die Firma Peak ist mit Hochdruck dran, das zu verbessern, ganz einfach. Es schmälert aber auf keinen Fall die Qualität des Produktes. Das heißt, einfach das Ding irgendwie gegen eine Kante hauen, gegen den Kopf hauen, das weiß ich. Hauptsache, das irgendwie ein bisschen zum Lockermachen bringen. Dann den ganzen Klumpen hier einfach reinschmeißen und schütteln. Das löst sich auch prima auf. Und dann könnt ihr euer Pre-Workout trinken. Also eigentlich ist es gut, dass es klumpt. Das zeugt einfach nur davon, dass es sehr hoch dosiert ist. Ja, ich würde sagen, Prost, zünd das jetzt weg. Und was mir gerade einfällt, wer mir nicht geglaubt hat, was ich euch gerade erzähle, kauft euch eine Dose Epic Pump und dann könnt ihr das hier oben drauf nachlesen. Wir haben extra Informationsaufkleber drauf gemacht, wo eben drauf steht, warum, weshalb das so ist, dieses Klumpen. Und ja, also könnt ihr einmal informieren. Ich würde gerne in einem anderen Raum anfangen. Sind wir zwar alle hergereist, aber ich fange im anderen Raum an und dann geht's hierher. Was hast du dazu? Ich bin entsetzt. Gummibänder. Ich habe gedacht, das wäre nur bei Mike so, aber nee. Es greift um sich wie ein Virus, würde ich sagen. Aber das Gummiband ist hier nur Mittel zum Zweck, weil der Gewichtsturm zu leicht ist. Ah. Wenn wir genug Gewichte hätten für so Atzen wie uns, dann würde ich auch. Dann ist legitim, oder? Dann ist es natürlich rechtfertigt, na, selbstverständlich. Jetzt würde ich nämlich auch. Ich dachte schon, er wollte Gymnastik machen an dem Gerät. Nein, keine Oberhand. Thomas Scheu ist zum Newschool geworden. Dass mir das keiner aufnimmt hier. Im Weg war es cool. Ich wollte schon sagen, das ist jetzt aber auch Premiere, oder? Du Gott, das wird mir ewig nachhängen. Ich habe Gummiband trainiert. Schon lange her, ne? Da bin ich 15 Mal Jacks Pampel daheim. Machen wir was anderes. Nee, ist halt egal. Ich bin da, wie gesagt, ich bin da auf keine Übung festgefahren, gar kein Training. Na, ich mache auch gerne mal was Neues. Außer irgendwelche Schnörkeleien, die von irgendwelchen Hipstern kommen. Aber wie gesagt, ne, wenn da jetzt eine Übung ist, die sich gut anfühlt, die ich vielleicht sonst nicht mache, habe ich auch nichts dagegen. Weil ich finde das immer ganz schlimm, wenn so Leute festgefahren sind. Nur meins funktioniert, nur meins ist richtig, auch mit der, so nach dem Motto, mit den Ernährungsmethoden. Ey, du musst das und das machen. Es gibt so viele Wege, die ans Ziel führen. Da darf man sich, wie gesagt, nicht so bekloppt machen. Vor allem muss jeder so seine Richtung auch finden, womit er ein bisschen klarkommt und was er vielleicht über langen Zeitraum durchhalten kann und will. Ne? Ja, wenn wir heute Hammerstrengsgeräte zur Verfügung haben, denke ich, werden wir auch noch dran gehen, oder? Siehst du. Die selbstgebauten Geräte vom Scheu gibt es nicht überall. Beinträger das Bein noch so hochheben müssen. Mit Scheißdrecks Muskelkater. Ach, den brauchst du gar nicht da den Umlagen, oder?
Ich habe dem Kameramann gesagt, er soll alles stecken. Hat versagt. Das ist nicht alles. Ja, er meint es gut mit mir. Ich muss ja auch noch, wie gesagt, ein bisschen länger durchhalten. Das ist erst die erste Übung. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Komm mal, Schneewittchen, los. 2 noch. 1, komm. Letzte. Ab geht's. Klasse. 3. Yeah. 2. Yeah. Letzte. Sehr, sehr gut. Ursus. Wenn man darauf achtet, wie der Thomas die Schulterblätter nach vorne holt, das ist schon echt cool zu beobachten. Der macht das Schulterblatt richtig weit nach vorne, damit er möglichst viel aus dem Rücken nach hinten ziehen kann. Weil die meisten denken, wenn sie die Arme so hängen lassen, das hat doch nichts mit Rückentraining zu tun, sondern du musst den Rücken hängen lassen und wieder nach hinten ziehen. Macht der Kevin übrigens auch. Hier ist Kev, Support. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Komm, 3 noch, 1, 2. Letzte. Super, prima. Schön. Bam! Komm jetzt. Bam! Jawohl. Jawohl. Ah, ausnutzen, wenn ich so starke Jungs dabei mir habe hier. Ich bin da ein Fan von, beim Rückentraining, wenn man wirklich etwas mehr hilft, aber nur hinten, dann komplett gehen lassen. Hier vorne brauche ich keine Hilfe. So, die haben gerade gewettet, dass ich hier zu dick bin, um das Tau da hoch zu klettern, ohne Beine. Ich versuche es mal, aber ich bin mir nicht sicher. Schon eine Weile her, wo ich es probiert habe. Cool, runter, aber langsam. Cool. Genau. Winnetou, man nennt mich Winnetou. Oh, oh. Also ich übrigens neulich in der Instagram-Story gesehen habe, weil ich sehr geil fand, dass der Kevin Klimmzüge gemacht hat. Finde ich sehr, sehr gut. Das Basic-Übung gehört auch mit rein, genauso wie Dips. Also meine Meinung. Das ist der Mordel, ne? Ich will mehr Rücken haben. Genau. Wenn man traurig, wenn man sich als Kraftsportler bezeichnet und schafft es nicht mal sein Körpergewicht mal hochzuziehen. Genauso wie nach dem Motto diese Ursprungssachen, wie auch diese üblichen Sachen wie, ja, du bist ungelenkig und so, ne? Sollte ein Ziel eines jeden sein, das hinzukriegen, ne? Schon ein bisschen weniger machen, ne? Ist das zu viel? Ist das selber nicht? Weiß ich auch nicht mehr so genau. Schon mal hier, ne? Ich bin schon viel gelaufen. Da habe ich noch nicht eine gute Kontraktion. Ich finde das jetzt doof, wenn man da jeder was anderes macht. Ja, Bruder, wäre jetzt nicht so meins. Eigentlich war ja meine Meinung, das soll das Ganze. Puh. Puh. Puh.
Holst du aber zu hoch. Liebe. Ach Kopf. Komm. Ja. Komm jetzt. Das wäre mir zu viel Schwung. Zu viel Schwung. Komm. Komm jetzt. Sehr gut, danke. Hier machen wir ein super Satz, und zwar enges Rudern am Turm mit Überzüge am Turm. Sag ich doch scheiße, wegen Turm, wie der da zusammengeht, der Schulterblatt. Guck mal, na ehrlich jetzt mal. Weißt du, was mich? Da, wo es dir fehlt. Ist da. Ja, aber wie kriege ich das? Ja, nicht so. Wie denn? Ja, nur die Kurzhand, wo ich dir gezeigt habe. Die mache ich jetzt schon immer. Ja, heute aber nicht. Können wir noch machen. Können wir sehen, wie sie ist. Ich nicht. Kannst du mir jetzt erzählen, was du willst, Freundchen. Jetzt mir auch sagen, sehr schlecht raus. Am Arsch. Sechs. Sieben. Acht. Die, wo es brennt. Ja? Jetzt wird die wie Feuer. Schneewittchen, komm. Jetzt komm. Prima. Super. Schön. So musst du das natürlich abstimmen jetzt, weil wir uns in unterschiedlichen Phasen befinden. Ist ja bei Wettkampfquarteln immer so in Phasen eingeteilt. Und der Kevin und ich, wir würden jetzt vorzugsweise breites Langhandelrudern machen. Thomas Scheu sagt, ich habe gerade ein leichtes Zipperlein, lieber nicht, bevor ich mich verletze, größer verletze. Und deswegen haben wir uns jetzt abgestimmt. Also
Jetzt kommt die vierte Übung. Und die vierte Übung ist breites Rudern an der Hammer Strength. Oder wie auch immer ihr das aussprechen wollt. Wenn wir das gemacht haben, machen wir noch Kurzhantelrudern für den mittleren Rückenbereich, was meine Schwäche ist. Und Thomas Scheu hat mir ganz gute Tipps gegeben dafür. Deswegen machen wir mal Kurzhantelrudern. Vielleicht ist er so lieb und verrät euch die Tipps dann nachher auch nochmal. Seid gespannt. Und als letzte Übung dann Pull Down von oben an der Hammer Strength. Nett. Nur dicke Menschen schwitzen. Du hast auch keinen Hellburner genommen, das ist der Unterschied. Das, daran liegt's. Ich hab zwei Stück von der Hardcore Edition genommen. Die knallt wirklich gut rein. Also ich war vorhin schon beim Posen. Ich meine, ich schwitze allgemein extrem schnell, aber mit den zwei Hellburner Kapseln läuft mir das jetzt doppelt und dreifach so schnell hier runter. Ey, hast du das mal beobachtet? Ist das so? Ja. Also muss ich, na, es ist kein Scheiß. Dominik hat mir auch nochmal gesagt, nimm ruhig mal die Hardcore Edition. Und die ist wirklich nochmal um einige stärker als die normale. Die hat dann natürlich jetzt nur noch auf, ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall sind nicht mehr viele im Shop da. Das sind jetzt die letzten, die rausgehen, limitierte Edition. Wie gesagt, wenn ihr davon welche haben wollt, bestellt die jetzt. Ich glaube, wir müssen 70 Euro machen. Sind wahrscheinlich nur noch diesen Monat verfügbar, also sind die letzten gehen jetzt raus, ne? Die knallen wirklich gut rein. Jetzt bewegst du endlich mal den Rückenbereich, den ich bei dir sehen will. Ich hab nämlich auch ein Video gemacht. Da sind wir auf einer Höhe, ne? Ja, genau. Wie süßer das sitzt, ne? Süßer Frauenbär im Zoo. Panda-Bär. Auf seinem Koala-Bäumchen. Nee, Minzbäumchen. Was haben sie da immer? Eukalyptus-Bäumchen. So ein Bumper. Ich meine, ich kann auch so sitzen, wenn das besser aussieht. Das sieht süß aus, Kevin. Sieht gut aus. 5, 6, komm. 7, ganz alleine, komm jetzt. 8, komm. 9, ganz alleine. 10, komm. 11, komm. Jawohl. Zehn, komm. 11, komm, ganz alleine. 12, easy. 13, 14, jawohl. Und reißen es dann so nach oben. Und ich gehe halt zwar hoch, drehe mich aber dann wieder ein. So, dass wenn ich auf dem höchsten Punkt bin, meine Schulter noch auf einer Höhe ist. Und der Arm trotzdem sehr weit nach oben geht. Und dann geht es halt eben auch viel bei meinem Rücken. Also der Unterschied, dass man Bewegung ist, wenn man halt eben so macht, so oder so. Also freu dich aufs Video, wird spannend. Ich denke, dass man schon da einen Unterschied erkennen kann, welcher Bereich da trainiert wird. Ja, guck mal, jetzt geht hier die Schulter die Schräge hoch. Ja. Zieh unten an und dann wieder rein drehen. Geh die Hüfte wieder zurück. Ja, ja. Und jetzt geht das hier richtig rein. Du kannst gerne unten richtig Powerschwung holen und dann möglichst hochziehen. Hab's ganz schön gemerkt jetzt. Ha? Hab's ganz schön gemerkt. Meine ich doch. Das hat richtig gekribbelt in der Region. Und das ist halt der Bereich, wo ich finde, dass du da noch ein bisschen mehr. Ja, ist definitiv so. Und den Schwung dann wieder eindrehen. Die Hüfte einfach wieder, die Hüfte wieder zurück. Ja! Ich wäre voll froh. Sondern ich gehe halt mit dem einen Bein zurück, mit dem Arm, wo ich es mache. Da habe ich hier Bewegungsfreiheit und kann mich dann aber auch ein bisschen eindrehen. Okay. So kannst du dich ja nicht. Okay, versuch gleich mal. Ich habe das Ganze ja schon mit Thomas. Ich hatte schon eine Einzelstunde bei Thomas, deswegen. Ich weiß noch nicht, ob ich es noch kann. Das ist die andere Frage. Hast du nicht geübt? Doch, ich hab's auch ehrlich gesagt die letzten Monate auch im Rückentraining gemacht. Normal war ich dann eher der Typ, der kurz seine Rudern ziemlich schwer gemacht hat mit, keine Ahnung, 60, 70 Kilo Hanteln, aber dann halt auch viel gerissen. Ne? Weiß nicht. Mein Rücken ist jetzt nicht gerade schlecht, hat scheinbar auch ganz gut geholfen, aber ich habe die Methode, damit kann man auch nichts verkehrt machen. Ja. Alles
geht zwar noch leicht in den Schultern, ein bisschen in die Höhe, aber er zieht trotzdem sehr hoch. Ja. Und deswegen kommt er auch trotzdem noch hier in den Bereich rein. Da ist schon schwer Spannung drauf. Also alles korrekt, sagst du? Ja, ganz korrekt nicht. Also nicht so, wie ich es mache. Aber es ist halt auch wirkungsvoll, wie er es jetzt gerade gemacht hat. Ne? Geht also besser. Mit dem Arm, wo du ziehst, das Bein nach hinten ausstellen. Okay. Okay, also so einen Ausfallschritt machen. Ja, genau. Ja, jetzt kannst du auch hindrehen. Aber geh ruhig runter, hol einen Explosivschwung, dass das Ding richtig schön hochschleuderst und dann wieder eindrehen. Ich mache jetzt noch einen vor mit dem Arm, der mich wehtut. Das sieht gut aus, tun. Wenn ihr das mal rein habt, dann kommst du aber auch noch ein Stückchen höher. Du ziehst das Ding so hoch, wie deine Kraft dich zulässt. Oder dir es zulässt. Wenn du jetzt aber unten ein bisschen Schwung nehmen kannst und dann dich wieder reindrehen kannst, kommst du noch ein Tickchen höher. Und spürst es noch ein bisschen intensiver. Also seid gespannt auf meine nächste Rückenform. Wann kommt der nächste Kontrolltermin? Beim nächsten Videodreh. Aber sollen wir wieder zusammen trainieren demnächst. Schön, Kev. Also er kann gar nicht aufhören hier, er pumpt immer noch fleißig, selbst wenn das Gewicht schon runtergeräumt ist. Den müssen wir jetzt gleich hier wegreißen von der Maschine. Nee, Spaß beiseite. Also, unser Rückentraining ist beendet. Er pumpt sich noch schnell kurz aus, mit wenig Gewicht. Thomas, der ist schon Shake trinken und Riegel essen. Post-Workout quasi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir nehmen euch noch gleich mit zu unserem Post-Workout, was das bei uns so im Einzelnen ist. Aber vom Training her war es das schon mal. Danke. So, wie gesagt, Training beendet. Jetzt gibt es noch Post-Workout. Tom, was hast du als Post-Workout zu dir genommen? Shake. Haferflockenriegel. Ein Haferflockenriegel. Und bei mir gibt es Katjes Joghurtgums. Und der ist aber nur drei Stück. Wir haben ja eben gesagt, drei Gummibärchen sind erlaubt. Drei Gummibärchen sind erlaubt. Und halt Whey Meister. In dem Geschmack Mango Lemon. Finde ich total geil. Schmeckt wirklich gut. Hier, ich zeige euch den Beweis. Die Tüte fast leer. Und die habe ich vor, ich glaube, 4 Tagen oder so geöffnet.